So, YouTube. Wir sind doch nochmal zurück bei Galacticea und ja, ich würde sagen, wir machen mal Story fortsetzen. Wir gucken mal, wo wir standen und was wir heute alles erledigen müssen, um unsere Patientin zufrieden zu stimmen, nicht wahr? Wir sind halt der beste Doktor der Galaxie und gucken mal, wem wir heute das Leben erleichtern oder erschweren können, nicht wahr? Beide Richtungen sind möglich. Zum Fortfahren eine beliebige Taste drücken. Ja, die Any-Key kennen wir. Und da sind wir zurück. Ach ja, genau, wir mussten einfach auf den Zug warten, der hier ankommt. Das war's, deswegen haben wir auch aufgehört, weil es so elendig gedauert hat. Und diese Geräusche, nicht? Boah. Was meckert er hier? Need a drink. Okay, ach, der will eine hohe Flurauslastung. Das ist sein Problem, oder was? Die wollen Räume mit Upgrade. Ja, ja, okay. Wir haben das Traumatarium gestern noch in Betrieb genommen. Und bei der Forschung, wir können weiter forschen. Ich würde sagen, wir gehen mal darauf, zertrümmerter Arm zu verbessern. Ich glaube, die Forschung ist wichtiger, als man denkt. Wir können irgendwo ja Sachen herstellen. Boah, es ist einfach laut hier. Hier. Den da. Effizienzregulator lässt deine Raumcredits generieren. So, brauche ich mal 2. Zurückgewinnen, lokalisieren. Upgrades. Inventar. Ich will einfach nur. Ah, okay. Die irgendwie aufstellen. Geht das hier? Geht. Weiß nicht, ob das zählt als Räume mit Upgrades. Ich stelle nochmal 2 her. Ja. Hier geht's auch. Kriege ich noch einen hin? Einer geht noch. Dann haben die Räume alle Upgrades, oder? Patientengesundheit 100 müssen wir schaffen. Handle Ux Oi Ok. Okay, wo ist er denn? Die Stimme. Wo ist Ox Oi Uk? Bene Jackson, der 14. Lukor. Ihr könnt übrigens als Patienten auftauchen, wenn ihr im Twitch-Chat seid und als Arzt, wenn ihr Subscriber seid. Ich habe sogar einige von euch schon als Arzt eingestellt. Tangiabot ist ein Patient gerade. Okay. Stimme. Wird vielleicht schon längst behandelt. Ich glaube, wir hatten gar keine Probleme mit unseren Erkrankungstypen. Hat ein bisschen was von Team Hospital. Two Point Hospital, noch mehr. Aber ja, quasi auch Team Hospital dadurch. Ist ja der Urvorgänger. Kostenlos. Reinlichkeitshub. Ja, kaufe ich. Ich meine, wenn er gratis ist, nicht, dann kaufen wir ihn und dann stellen wir den irgendwie hier hin. Hier ist nicht so viel. Wir haben halt sehr eng gebaut hier alles. Können ihn hier nirgendwo hinsetzen, leider.
weil sonst der Gang belegt ist. Da vielleicht. Okay, aber die Raum-Upgrades, die zählen anscheinend. Die Affen sind jetzt glücklich, oder wie die heißen. Die Nai-Jai-Jai. Also es hat ein paar Elemente, das haben wir gestern schon festgestellt. Für die, die die Folgen davor gesehen haben, die kennen das schon. Du hast wesentlich mehr Statistiken hier. Du hast also mehr Einfluss und Wissen darüber, was nicht gut ist. Zum Beispiel die Behandlungsqualität. Und das kannst du dann alles verbessern, nicht wahr? Das hattest du in anderen Arten von diesen Spielen oft nicht. Die haben ihre Mechaniken so versteckt, dass du erraten musstest. So. Also im Hautlabor warten viele. Vielleicht sollten wir noch ein Hautlabor hier hinbauen. Wo ist denn das Hautlabor? Laserchirurgie, Hautlabor. Kann ich dich einfach duplizieren und da hinsetzen? Aber wir bauen dann noch einen Arzt. Zocker! Was kann denn Zocker? Verärgert Personen in der Nähe. Kann gut forschen. Ich stelle ihn mal als Forscher noch einmal ein, dann haben wir zwei Forscher. Wir haben Vulkan. Haben wir denn jemanden, der dieses Symbol hat? Ja, die drei. Berg, Ahorn. Sie macht Patienten krank, lässt über Müll fallen, hat aber mehr Energie. Cefix. Berg weniger Forschung, weniger Nahrung. Level 3 sogar. Das ist natürlich gut. Dann haben wir nur Level 2. Dann stelle ich ihn ein. So, dann ist die Seite auf jeden Fall zu. Und noch ein paar Sitzbänke hier vielleicht. Mülleimer haben wir. Vielleicht noch ein paar Pflanzen. Zack. Weltraumphobie wurde erforscht. Achso, aber nicht von denen. Ah, das ist einfach so passiert. Okay. Ihr kennt das, die Story, die machen wir mal weg. Patientengesundheit. Wir müssen mal gucken. Patientenübersicht. Erkrankung. Ex-Uk-Ei. Hier, da ist er. Priorisieren. Ultra-Ex-Uk-Ei. Was für ein Name. Auf diesen Namen müssen wir einen trinken. Prost. Und wir können mal die Geschwindigkeit erhöhen, auch wenn es nicht viel bringt. Er fühlt sich wieder gut. Sehr schön. Eine neue Spezies. Neuer Facharzt. Den können wir als Facharzt einstellen. Okay. Ja. So, wir müssen Patienten behandeln. Das kriegen wir hin. Ich hoffe, wir haben auch genug Behandlungskapazitäten jetzt. Hier warten maximal zwei. Das ist alles okay, nicht? Wir haben zwei Diagnosen, zwei Hautlabore. Das sieht gut aus. Laserchirurgie wartet nicht mal einer.
Forschung dauert aber echt noch. Wir können einen dritten Forscher einstellen. Aber, ja, das machen die schon. Wir müssen eigentlich auch nicht erweitern, nicht? Also, warten die hier alle? Warten die alle auf Diagnose? Das kann doch gar nicht sein. Bei der Diagnose laut dem Ding warten 8 Leute. Okay, wir brauchen noch einen neuen Diagnoseraum, würde ich sagen. Ah, das geht nicht. Ja, warum geht das nicht? Okay, dann kopieren wir den Raum vielleicht. Geht auch nicht. What the fuck? Warum? Das Ding muss da doch rein. Was stört ihn denn? Irgendwas im Laufweg. Das Ding? Okay, machen wir kurz weg. Hä? Kann trotzdem nicht laufen. Ach, ich glaube... wegen der Bank. Und hier auch wegen der Bank. Ah. Das ist das Problem. Sonst können die da nicht rauslaufen. So, jetzt könnten wir es erweitern. Sowas finde ich immer nicht gut, nicht? Warum wird im Raum was angemarkert? Hier war mir... darüber ist es mir denn klar geworden. So, und wir brauchen einen neuen Arzt. Ist einer... Lytro, guckt mal. Aber Lytro wäre auch Hautarzt. Brauchen wir gerade nicht. Lord Kack. Ein Knochenkammerarzt. Eigentlich brauchen wir einen Diagnosearzt. Ich kann auch ablehnen sagen. Behandlung dauert länger. Nein. Generiert weniger Einfluss. Das finde ich gut. Halbe Heureka-Wahrscheinlichkeit ist okay. Generiert weniger Forschung ist okay. Hier, das mag ich nicht. Mach Patienten. Da können wir gucken, wer da kommt. Gamma 00. Hier ein Diagnostiker. Level 3. Kein Toilettendrang. Generiert weniger Einfluss. Das ist okay. Stellen wir ein. Und der Weltraum... alles wieder da. Der wird uns wieder Sachen schenken. Keine Ahnung, warum der immer gratis Sachen dabei hat. Ansonsten können wir hier noch was kaufen. Holoarzt, Ultraschalldämpfer, die Effizienzregulatoren, noch Reinigungsroboter. Komm, wir kaufen mal einen. Und jetzt sammeln wir noch hier die Viecher, die ein bisschen rumfliegen. Noch welche. Bringt mir mein Geld. Ja, ja, ja. Alle Passagiere kriegen wir hin. Die priorisieren wir hier mal. Die sind ein bisschen unten. Vielleicht auch noch. Was haben wir für Probleme? Personal unterwegs. Ja, das ist egal. Wir machen halt Pause. Oh, der Pausenraum. Oh, stimmt. Der Pausenraum ist zu klein. Oh, stimmt. Ah. Ich wollte hier einen Pausenraum hinsetzen. Warte mal, wir können die Forschung rübersetzen. Die ist egal, wo die ist. Verschieben? Nee.
Ich will den aufnehmen. Warum gibt es hier nicht einfach ein Move-Symbol? Vorlage umbenennen. Farben, Raum kopieren, Raum bearbeiten. Ah, so kann ich ihn aufnehmen. Och. Passt hier nicht mehr hin. Shit. Die ist genau falsch rum. Spiegeln geht nicht mehr, oder? Okay, dann setzen wir die mal dahin. Erstmal. Eigentlich müssten wir alles. Oh, nee, das Fenster nicht. Alle Räume verschieben ein bisschen. Der hier soll ja eh größer werden. 4600 kostet das, den Raum verschieben. Boah. Da ist irgendein Ding. Das ist auch so eine Sache. Hä? Jetzt hat er irgendwas gelöscht. Was hat er denn da gelöscht gerade? Also der entfernt manchmal einfach Dinge. Ich weiß nicht, was da stand, nicht? Toilettenkapsel. Aber was das andere war, fragt mich nicht. Hier hat er auch gelöscht, die Bank. Weil die Tür nach vorne rausgeht. Okay. Wir machen den Raum ja eh größer. Toilettenkapsel da, da, da. Das ist okay. Das passt noch. Und jetzt können wir das Ding nehmen. Und hier vielleicht hinpacken. Was stört da? Irgendwas ist da noch. Ja, ich möchte. Hey, jetzt hat er da irgendwas gelöscht. Das meine ich. Was soll denn das? Ich breche doch ab. Und er löscht Sachen. Das ist einfach... Weil der braucht doch die Bearbeitung nicht. Also, ach, das Spiel macht mich echt fertig. Ich meine, ich kann den Raum nicht setzen. Also muss ich abbrechen. Weil ich den Raum abbreche, löscht er die Sachen. Deswegen könnte ich den Raum dann aber hinsetzen. Also... Das ist irgendwie sehr, sehr wild. Okay, dann können wir die beiden sogar nochmal umsetzen. Die hätten da bleiben können, wo sie waren. Dann können wir den Raum nämlich bearbeiten. Und erweitern den mal. So, den Spind, den lassen wir. Die Blumen kommen in die Ecke. Die brauchen mehr Sitzplätze auf jeden Fall. Die kriegen hier so eine schöne Bank. Oh, eine schöne Trennlinie auf dem Boden. Eine schöne Stehlampe vielleicht. Ja, keine Ahnung. Die nimmt so viel Platz weg. So, hier hinten. Was haben wir noch? Lufterfrischer. Kriegen auch einen Lufterfrischer. Die kriegen hier auch ein bisschen Audio. Wunderbar. Oh. Was haben wir noch? Noch mehr Plakate. Klar, kriegen die. Sollen ja auch was zu lesen haben. Und sich weiterbilden können. Noch ein Teppich. So, wenn man reinkommt, noch ein Teppich und dann noch schöne Blümchen vielleicht, so ein Kastenblumen. Was haben wir sonst noch? So ein kleiner Abstellwagen. Passt auch noch in die Ecke.
Und oh, haben wir so ein Sonderding. Kommt ein schönes Set noch in die Ecke. Fenster. Haben sie auch eins. Fertig. So, dann ist der Raum nämlich besser. Okay, ich kann nur zwei Wartebank-Dinger hier nebeneinander setzen. Weil die sonst keinen Weg mehr finden. Na gut. Das verstehe ich manchmal nicht. Kann ich wenigstens hier Pflanzen links und rechts hinstellen? Anscheinend nicht. Okay, also die Pflanzen stellen auch schon den Weg. Dann machen wir es vielleicht lieber so. So. Und hier drüben brauchen wir auch noch einen Personalraum. Genau. Nee, ich wollte nicht die Tür dahin. Ich wollte noch einen Raum anbauen. So. Hier machen wir so seitlich. Das komische Feuer. So, ein Sessel. Noch eine Bank. Die kriegen hier so eine schöne Eckküche oder was das ist. Daneben noch ein Schrank. Oh, wieder zum Lesen eine schöne Laterne. Kriegen auch einen Lufterfrischer. Audio kriegen sie auch. Wunderbare Plakate wollen sie haben. Ich finde immer bei solchen Spielen schade, dass es eher die Masse macht, als wirklich überlegtes Bauen, nicht? Das ist dann irgendwann so einfach nur setzen, setzen, setzen und fertig. Oh, wir kriegen auch das Set. Was haben wir noch? Blumen. Die Hälfte aller Tenki ist geheilt. Das will ich auch hoffen. Dafür stelle ich hier teure Ärzte ein. Oh, vielleicht noch ein paar Blümchen einfach so. Aber ist halt... Ständig sind irgendwie die Gänge blockiert, wenn man irgendwo was hinsetzen möchte. Passt nicht mehr. Dann hier so ein paar Blumen an die Wand. Was haben wir? Was haben wir? Ein Teppich fehlt noch. Wo ist denn der Teppich? So. Ich glaube, jetzt sollten wir dann auch nicht so weite Laufwege haben. Dann müssen die nicht immer rüber. Was ist hier? Schaffen die das nicht mehr? Dann können wir noch einen Empfang hier hinbauen. Daran soll es ja nicht scheitern. Kostenlos. Ja, hier Wiederbelebung. Ich benutze die Dinger gar nicht. Was haben wir? Spezialisierung verfügbar. Du kannst dich spezialisieren. Wo arbeitest du denn aktuell? Das steht halt nicht da, nicht? Ich weiß nicht, wo sie jetzt arbeitet. Jetzt müssen wir sie verfolgen.
Anscheinend in der Laserchirurgie. Okay. Hat der sonst noch irgendwelche spannenden Sachen? Nö, nicht. Immer nur die Standarddinger. Hier, die Diagnose ist überfüllt. Da, nur wenn kein Arzt in der Diagnose sitzt hier. Wo ist sie? Wo bist du? Wo bist du doch? Und wir haben irgendeine Belohnung bekommen. Von diesen Punkten. Sehr schön. Okay. Neuer Codex-Eintrag. Projektilmedizin. Oh oh. Benennt nach LBN Sinas berühmten Werk über Heilkunde, nur mit etwas mehr Wumms. 2x5. Oh, ich glaube, den Raum kriegen wir gerade so noch unter hier. Und danach wären wir voll. Ist vielleicht ein bisschen sehr groß, der Raum, aber ja gut, wir können hier noch wegreißen. Kriegen wir da nämlich vielleicht ein paar Bänke und sowas hin. Dann haben wir hier so einen Tresen, so ein Schränkchen mal rein. Ah, vielleicht wieder so ein Sichtschutz. Oh. Audio für Durchsagen kriegen die auch. Die Plakate. Natürlich ganz wichtig vor allem das Lungending oder was das hier ist. Oder Gehirn. Vielleicht das auch ein Gehirn. Und die Arztlizenz. Groß sichtbar an der Wand. Sonst wird das hier nichts. Ein Fenster. Irgendwas Skurriles können wir auch noch reinstellen. So. Und Blümchen. Die gehen immer. Ein paar Sonnenblumen vielleicht noch irgendwo. Da, sehr gut. Und ein Teppich oder sowas. Wer ist der Teppich? Da. Okay, Teppich ist nicht so viel Platz. Dann nehmen wir den großen. Oh. Fertig. Und dann brauchen wir einen Arzt, der Projektilmedizin kann. Das ist so eine Rakete. Schuppe könnte das. Aber der verärgert Personen in der Nähe. Was machst du? Du machst die Sachen kaputt. Das finde ich nicht gut. Und die beiden finde ich auch nicht gut. Lytro. Was kann Lytro? Lytro kann... Komm, wir stellen jetzt Lytro ein. Der braucht zwar länger, generiert aber mehr Erfahrung. Das finde ich gut. Lytro arbeitet jetzt hier. Zack. Da haben wir den guten Dr. Lytro 42. Ein steiler Aufstieg von Zuschauer zu Arzt ist bei mir sofort möglich. Was? Die Speicherlecks? Was für Speicherlecks? Ich hab noch so einen Roboter. Dann setzen wir den ein. Und wo ist sein Fahrrad? Ja. Ich meine, er hat einen Raketenantrieb. Guck dir das an. Wer braucht da schon ein Fahrrad? Das ist the next level.
Wir haben so eine Infektion von irgendwelchen Wanzen hier. Hier brauchen wir ein paar Bänke, ne? Wäre vielleicht gut. Behandle Patienten. Nee, ich tu nur so. Ich glaube, wir machen die einfach auf die Seite, oder? Die Bänke. Vielleicht noch eine Toilette? Können wir hier hinsetzen? Ja, oder? Dann haben wir da noch ein bisschen Platz, um irgendwas hinzumachen. So. Arbeitet im Kommarium. Dann verbesserst du dich bitte auch da drin. Hier wäre vielleicht noch eine Essensmaschine wichtig auf der Seite. Wir haben hier gar kein Essen, nicht? Schön neben den Toiletten. Doch, da wäre eine. Das ist auch nicht schlecht, da auch nochmal was zu haben. Was können wir denn forschen? Ultraschalldämpfer. Technikmonitor. Holobots. Nee, das Telepad. Okay. Riegel? Nee, ich will hier ein bisschen mehr Krankheiten erforschen. Wir gehen auf mal Festikrose. Können die anderen Ärzte hier mit forschen gehen. Okay, wir haben uns beim Knickschwanz verbessert. Zum Beispiel, dass hier die Ärzte zum Raum unterwegs sind, das interessiert mich immer so 0,0. Oh, guck mal, wir haben fast 4 Sterne. Gewöhnliche Deko unzulänglich. Gewöhnliche Deko. Okay, wartet. Gewöhnliche Deko. Können wir hier was hinstellen? Nee. Vielleicht reicht das schon. Wenn sie wollen, dass es wie Krankenhaus aussieht, dann kriegen sie Krankenhaus. Da kenne ich gar nichts. So. Schön vor die Fenster gestellt. Was haben wir noch für gewöhnliche Deko und Teppich oder so könnten wir hinsetzen? Haben wir ja eigentlich. Machen wir noch einen Teppich hin. Hier haben wir keine Teppiche. Dann machen wir hier auch immer Teppiche. So. Und Blumen haben wir doch auch überall. Sind die nicht auch gewöhnliche Deko? Hätte gedacht. Da haben wir irgendwo was vergessen. Ach du Scheiße, was passiert denn hier? Was macht denn Lytro da? Okay. Das ist Projektilmedizin. Okay, besser. Behandlung funktioniert. Durchsatz steigt. Sehr gut. Gesundheit fällt gerade ein bisschen. Patienten steigen. Personal ist besser. Bedürfnisse alle gedeckt. Sehr gut.
Wir müssen noch ein paar Upgrades herstellen. Ich werde nicht wieder herstellen. Naja, egal. Dann können wir nämlich die Räume noch verbessern. Dann sind diese Tanky-Dinger zufrieden. Hier vor den Blumen. So. Jetzt haben, glaube ich, alle Räume ein Upgrade, oder? Ne, der noch nicht. Die anderen haben... Können wir einen herstellen noch? Das können wir nicht. Okay. Die Hälfte der Patienten ist geheilt. Oh, komm, dann kriegt ihr jetzt hier Priorität. Bevor ihr mir sterbt. Soziopathische Interaktion. Was? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Oh, Durchsatz sinkt. Gesundheit sinkt. Was ist hier los? Essen, Getränke passen. Gewöhnliche Deko ist jetzt gut. Kuriose Deko könnten wir noch versuchen, ein bisschen hinzustellen. Vielleicht dieses Ding hier hinten oder so. Hier können wir auch noch sowas hinstellen. Sehr gut. Das ist wieder unser Händler. Das gibt uns diesmal kostenlos. Ja, komm, nehmen wir hier wieder Medipack. Wir haben 400.000. Dann kaufen wir die Dinger hier jetzt einfach. Können wir das hier auch in die letzte Abteilung stellen? Und dann hat jeder Behandlungsraum, glaube ich, so einen. Außer der, doch der auch. Okay, dann sollte das auf jeden Fall passen. Wir müssten eigentlich die Ärzte schulen ein bisschen. War das Lytros Feuerstahl, wenn er mit Feuerstrahl, wenn er mit dem Fahrrad Gas gibt? Anscheinend. Und anscheinend war das auch erstmal das Ende der Folge. Bis zur nächsten.